So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Wir sind hier irgendwo auf dem Meer und müssen irgendwo hin. Wahrscheinlich in Richtung nächster Stadt. Oder nächster Insel. Oder nächster Trainerkampf. Wie wär's mit dir? Hallöchen. Have you ever gone swimming in the sea at night? In der Nacht schwimmen gehen habe ich noch nie gemacht bisher. Vor allem nicht im offenen Meer. Okay, die Küste ist vielleicht in Sichtweite, aber doch etwas weiter entfernt. Donner! Oh. Das war nicht Donner. Es macht ganz schön Schaden. Egal, Donner kommt jetzt und wird dich besiegen. Ganz bestimmt. Ja, ich würde sagen, das war effektiv. Nächstes Pokémon, ein Kingler. Bringen wir doch mal wen anderes rein. Wie wär's denn mit KB? Komm, wir bringen mal KB rein. Wir probieren das mal aus. Ich habe eine Idee. Das wird jetzt interessant. So, und wir setzen ein. Earthquake. What? Das macht ja gar keinen Schaden. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Ich bin gerade etwas entsetzt. Merkt man vielleicht. Okay, wir wechseln wieder. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es wenigstens die Hälfte der Leben abzieht. Aber das macht ja gar keinen Schaden. Was hat dieses Pokémon bitte für eine Verteidigung? Donner. Guri? Verdammt. Okay, das Pokémon stellt mich vor ein Problem. Scheinbar. Was hat dieses Pokémon bitte für eine Verteidigung, dass KB so wenig Schaden in normal effektiven, aber sehr starken Attacke anrichtet? Ich weiß es nicht, was das sollte. Donner. Oh, das macht böse Schaden, jetzt aber. Sehr effektiv. Speziell, das muss reichen, ja, definitiv. Das reicht. Das scheint echt eine monstermäßige Verteidigung zu haben, dieses Pokémon. Habe ich ja überhaupt nicht mitgerechnet, aber KB reicht Level 60. Ich meine, KB 163 Angriff. Das ist nicht wenig. Kingdra? Ist das ein Seedra-King? Wir haben mit Puri, wir wechseln auf. Wen wechseln wir denn? Haben wir überhaupt irgendwas Effektives gegen Kingdra? Eigentlich nur mit Puri. Gut, wir bleiben bei Puri. Und nutzen Donner. Ja, Puri ist jetzt etwas langsamer, weil wir ihr das Geschwindigkeitswahl-Item weggenommen haben, den Wahlschal. Und ihr dafür jetzt das Wahlglas gegeben haben. Womit sie echt gut Schaden anrichtet. Problem ist jetzt, Donner ist leer. Ich wollte nicht angreifen. Aha. Was ein Glück, dass du paralysiert bist. Ich wollte nicht angreifen. Wir wechseln auf Simmers. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ja, das war eine gute Idee. Wie wär's denn mit Bite? So, Seedra King besiegt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so problematisch wird. Slow King, wir bleiben drinne. Simmers ist einer der wenigen, der überhaupt kein Wahl-Item braucht und auch nichts aus seiner Attacke boostet. Der macht so schon enorm viel Schaden. Ich habe auch das Gefühl, dass es wesentlich schwerer ist, physischen Attacken zu widerstehen als speziellen. Aber das ist nur mein
eine subjektive Einschätzung davon. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und wir kriegen 1024 Pokédoll und werden Puri wieder hochheilen. Weil das war sonst echt nicht schön. Wo sind denn die da? Ach ja. Ich glaube, ich nehme Puri auch von der Spitze weg. Puri ist Level 60, wir können Ock nach vorne stellen. Welches Item hat Ock überhaupt? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ock, welches Item? Ach, die Quick Claw. Ah. Okay. So. Ock nach vorne und wir schwimmen weiter. Oh, ein Doppelkampf. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist das ein Doppelkampf? Just a little farther to Fuchsia. Viel Erfolg. Ein Austoss. Ich glaube, Austoss hat entweder eine sehr gute Verteidigung oder eine sehr gute Spezialverteidigung. Auf jeden Fall kann Austoss Eisattacken. Auf jeden Fall möchte ich auf Sayaska wechseln. Wegen Focus Blast. Genau, es kommt nämlich Aurora-Strahl. Das hätte auch garantiert umgehauen. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Macht gegen Sayaska zum Glück keinen Schaden. Wir setzen Protect ein, okay. Wir probieren das nochmal. Sehr schön. Wir verlieren jetzt zwar wieder Leben. Das ist aber nicht so wichtig. Die 17 KP können wir verkraften. Oh, Master. Kenne ich nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Ach, wie hieß es? Amoritas? Amoroso? Amoroso war, glaube ich, die Vorentwicklung. Focus Blast? Verfehlt. Es senkt unser Angriff, unsere Verteidigung. Okay, Focus Blast. Ein interessanter Angriff. Ein sehr effektiver Angriff scheinbar. Ich glaube, das Pokémon ist sehr physisch ausgelegt. Ja, das scheint sehr physisch ausgelegt zu sein. Sehr gut. I'm drowning. Ja, selber schuld. Nächster Pokémon. I'm disgusted by wimpy people. Nächster Pokémon. Was? Nächster Pokémon-Kampf, meine Güte. Ein Elektro-Wasser-Pokémon, wie schön. Da können wir gleich wieder auswechseln. Und zwar auf Simmers. Ich glaube zumindest, dass es ein Elektro-Pokémon ist. Du kannst Dragon Dance. Okay, klingt interessant. Leaf Blade. Oder du bist ein Wasserboden-Pokémon. Das kann auch sein. Auf jeden Fall haut dich Simmers mit einem Angriff um. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel Schaden Laubklinge macht. Das ist enorm. I could beat you at swimming. Ja, okay. Da liegt ein Pokéball. Ein Item. TM55 Brine. Ich glaube, Brine war nicht so gut. Brine ist kein netter Junge. Nee, Quatsch. Was ist das denn genau? 55 habe ich gesagt, glaube ich. Da. Haben wir jetzt schon zweimal. Ach so, if the foe's HP is down to under half, this attack will hit with double the power. Wenn der Feind weniger als die Hälfte der Leben hat, geht die Stärke dieses Angriffs auf 130 hoch, ansonsten bleibt sie bei 65. Es klingt gar nicht mal so übel. Allerdings habe ich eher im Sinn, meine Gegner mit einem Angriff zu besiegen. I feel so much lighter in water. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kann ich tatsächlich nachvollziehen. Oh, eine Zumarill. Könnte Ock jetzt tatsächlich mal zum Angriff kommen. Fliegen. Plopp. Und Ock ist schneller. Wow, du kannst Double Edge. Ich bin froh, dass das daneben gegangen ist.
bin auch sehr gespannt, wie viel Schaden das anrichtet. Gerade mal die Hälfte? Gerade mal die Hälfte? Ich bin entsetzt. Das ist eine schlechte Statistik, würde ich mal behaupten. Das ist Oh. Nein, natürlich ist das ein Crit. Wobei ich auch befürchtete, dass es auch ohne Crit hätte reichen können. Schicken wir Vranja rein? Ja, wir schicken Vranja rein. Mag bescheuert sein für manche, aber für mich nicht. Auf Wiedersehen. Massenhafte Erfahrung für Vranja und Level 60. Nächstes Pokémon, ein Devgong, ein Yugong, glaube ich. Da schicken wir mal Sinnmas rein. Ich hätte ja jetzt gerne, Okt hätte ich nicht gerne reingeschickt. Wobei Sinnmas ist auch nicht die beste Idee. Das Pokémon kann höchstwahrscheinlich Eisattacken. Sehr gut, dass es besiegt ist. Ich bin sehr froh darüber, ehrlich gesagt. Nächstes Pokémon, Lapras. Das kann definitiv Eisattacken. Und da schicken wir Sayasuke rein. Das dürfte doch einigermaßen ausgeglichen sein dann. Beziehungsweise für unseren Vorteil, zu unserem Vorteil, wenn wir jetzt Focus Blast einsetzen und nicht treffen. Er auch nicht. Nochmal. Und wir verfehlen wieder. Dragon Dance steigert seinen Angriff und seine Geschwindigkeit, glaube ich, genau. Das kann ich auch. Mach nur, was du nicht lassen kannst. Hydropumpe dürfte jetzt schon mal weniger Schaden richten. Ja, aber immer noch zu viel für meinen Geschmack. Wie wär's denn mit Psychic? Boah, ich befürchte, dass es nicht reichen wird. Es reicht nicht. Oh, Lapras verfehlt. Was ein Glück. Psychic. Das Problem wäre auch gewesen, wenn ich nochmal Carmite eingesetzt hätte, hätte er nochmal angegriffen. Und dementsprechend hätte ich mich wahrscheinlich selbst besiegt durch den Life Orb. Oh no. Oh yes. Mutti ruft an, ist egal. Wir müssen irgendwen an die Spitze stellen. Ich schicke mal Sinnmas nach vorne. Auch wenn der eigentlich am wenigsten trainiert werden soll aktuell, weil der sowieso schon Level 62 ist. Aber was soll's. What an impressive collection of gym badges. We should battle. Ich frage mich immer, warum diese Trainer hier rumgurken. Weil die müssten theoretisch auch alle Orden haben aus Johto, oder nicht? Wobei, irgendwer muss ja in Kanto leben. Was ist... Hatte ich ja schon mal gefragt. Was ist mit den Leuten, die in Kanto leben? Und dann Pokémon-Trainer werden wollen. Müssen die dann erst nach Johto? Es klingt sehr bescheuert. Vermutlich ist es das auch. Es klingt nicht nur bescheuert, vermutlich ist es auch bescheuert. Nächstes Pokémon, Gyarados. Oh, ich würde gern Puri reinbringen. Wir haben nur eine Elektroattacke im Team, fällt mir mal gerade auf. Das ist schlecht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre es doch eine Überlegung wert, Sayasuke Ladeschrei beizubringen. Wobei... Wenn ich Sayasuke Ladeschrei beibringe, sollte ich ihr den Live-Orb wegnehmen. Wir bleiben erstmal drinne. Wenn Gyarados in die Höhe springen sollte, werden wir es ja gleich feststellen. Leaf Blade. Sollte immerhin normal effektiv sein. Wow, du kannst Erdbeben. Und macht wenig Schaden, wollte ich sagen. Du kannst scheinbar keine effektive Attacke. Okay, dann hast du selber
die die Chance des Sieges vermasselt. Und Simmers crittet einfach mal. Okay, vielen Dank. Level 63. Das geht ja Schlag auf Schlag gefühlt, gerade mit den Leveln. Und Simmers möchte Schwertanz erlernen. Ja, auf jeden Fall. Und du verlernst dafür Biss. Manche werden sich jetzt fragen, warum verlernt er Biss? Weil wir Biss so gut wie nie nutzen. Wir haben zwei Pokémon im Team, die Undicht-Attacken können. Das sind Okt und Frania. Wir brauchen nicht auch noch Undicht-Attacken auf Simmers. Und davon abgesehen ist Biss nun nicht so stark. Jawoll! Schwertanz. Ein Milotic. Milotic. Milotic? Oh, okay. Schwertanz. Oh ja, das sehe ich gerne. Kommt so mit Dragon Pulse an. Das dürfte einiges an Schaden richten. Aber Simmers müsste überleben, wenn ich hoffe, nicht richtig. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Leaf Blade. Oh, das müsste jetzt mehr Schaden machen als ursprünglich. Boah. Critical Hit, super effective und dann auch noch verstärkt durch Schwertanz. Simmers, du bist jetzt abartig stark durch Schwertanz. No, ich sage yes. Hui, jetzt haben wir Schwertanz auf Simmers. Das ist übel. Das ist so übel. I used to be a fisherman a while back. I've grown to love swimming so much, I'm always in my swim trunks. Swim trunks? Swim trunks? Swimsuit hätte ich verstanden, aber swim trunks klingt komisch. Ein Quappo. Das Quappo hat sich ausgequappot. Wiedersehen. Wobei, das dürfte eine recht ordentliche normale Verteidigung haben. Nicht ordentlich genug. Oder ich irre mich gerade, es hat gar keine ordentliche Verteidigung. Nächstes Pokémon, Tentacruel. Wie wär's denn? Ich wüsste nicht, wen ich reinbringen soll. Wir bleiben bei Simmers. Wobei, ich weiß nicht, was das Pokémon für einen Zweityp hat. Ich glaube, es hat einen Gift-Zweityp. Und wenn das so wäre, sollten wir nicht mit Laubklingen angreifen. Soll eher ein Psycho-Cut. Ja, das war schon mal keine schlechte Idee. Ich glaube, er senkt unsere Verteidigung jetzt. Yep. Soll er machen. Auf Wiedersehen. Deswegen habe ich Psycho-Cut noch drin, weil es eine physische Psycho-Attacke ist. Das kann manchmal echt rettend. Urp. Urp? Das ist eine komische Aussage. Urp. So, ich glaube, wir sind auf einer Insel. Ha, wer hätte es gedacht. Have you ever gone camping with Pokémon? Nee, aber auch nicht auf einer Insel. Ich würde nicht auf einer Insel campen wollen. Ein Visor. Nee, ein Visenior. Schwertanz. Oh. Du bist schneller als wir, das ist ein Problem. Und du bist Level 65, das ist auch ein Problem. Deswegen hauen wir mal Simmers kurz einen Hypertrank rein. Sonst müsste ich ihn nämlich irgendwie umständlich wiederbeleben, indem ich zum Pokémon Center gehe. Was ich mir bei Okta schon mal scheinbar spare für diese Folge. Ich will eigentlich nur in die nächste Stadt. Wow, das scheint ein Crit gewesen zu sein. Leaf Blade. Oh, komm schon. Du machst ganz schön Schaden. Du machst echt heftigen Schaden. Sind was auch. Wow. Level up für Sinmas. Level 64. Du levelst so richtig schön schnell. You're strong. Danke für die Blumen. Weiter geht's. Oh, der Repel ist vorbei. Moment, ich bin in der Sackgasse gelandet. Kann ich da oben noch lang? Hä, wie komme ich hier raus?
Ich muss durch die Höhle. Ich muss echt durch die Höhle? Och, nö. Nö, ich will nicht durch die Höhle. Na. Wir gucken doch mal kurz, ob da links noch irgendwas ist. Ansonsten werden wir wahrscheinlich kurz den Part beenden, beziehungsweise zurück zum Pokémon Center rennen und dann den Part beenden. Oh, da ist noch ein Trainer. Den nehmen wir noch mit. Phew, I've worn my best swim trunks today. Er hat auch seine swim trunks an, was auch immer das ist. Wahrscheinlich seine Hose. Ein Pilipper. Leaf Blade? Ich befürchte, dass das nicht ausreicht. Ich lag richtig. Allerdings nicht so schlimm. Psycho Cut. Wenn man sich nicht sicher ist, dass ein Angriff... Was? Du hast Psycho Cut überlebt? Autsch. Natürlich. Ich critte mit Hydropumpe. Hätte ich mal mit was anderem angegriffen. Rania. Bitte das Pilipper entfernen. Dankeschön. So, schon besser. Einmal ein Quagsire. Quagsire, ich hab's schon wieder vergessen, was es ist. Wir bleiben drinne. Ach, ein Boden-Wasser-Pokémon. Ja, schade, jetzt habe ich Sinnlos nicht mehr. Boden-Wasser-Pokémon. Das heißt, Wasserattacken sind gegen dich normal effektiv. Bedeutet, wir wechseln auf Buri. Ich glaube zumindest, dass das so ist. Probieren wir es aus. Oder mit Eisstrahl? Nein, Hydropumpe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Probieren wir nochmal. Sehr gut. Ja, so ein Zweityp kann auch von Nachteil sein, wie man sieht. Even if you're wearing your best pants, if you don't win oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Sinnlos und Ock verloren. Und wir müssen unser Team wieder ein bisschen aufpäppeln. Obwohl wir kurz vor der Stadt sind, biegen wir zurück nach Fuchsia City. Aus dem Grund, weil da gleich eine Höhle kommt. Ich mag keine Höhlen. Wenn es was gibt in Pokémon-Spielen, was ich nicht leiden kann, sind es Höhlen. Fragt mich nicht, warum. Auf jeden Fall werden wir den Part jetzt an dieser Stelle gleich beenden. Von daher, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir zu der Zinnoberinsel schwimmen, hoffentlich. Von daher, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.